Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Weiter geht's in der Karriere. Ich glaube in der Zwischenzeit, das Auto, das wir gekauft haben, den Nexus RX ein bisschen aufgemotzt, was Leistung angeht und auch Schaden und Robustheit verstärkt. Das habe ich euch jetzt mal erspart. Von daher starten wir gleich ins erste Rennen. Diesmal allerdings ein Event, Dirt Devil Stadium. Siege mit mindestens 100 Metern Vorsprung verursacht 1000 Schaden. Let's go! Siege mindestens 100 Metern Vorsprung. Man sieht, vorne, hinten und auch auf der Seite verstärkt, damit wir mehr Schaden machen können. Und auch mehr aushalten. Und da fliegen schon die ersten Autos durcheinander. Holy shit. Boom, dem habe ich gezeigt. Bisschen Schaden gemacht. Boah, der ist geflogen wie nix. Okay, von der Leistung spüre ich jetzt nicht ganz so viel. Wenn ich da ehrlich bin. Aber okay. Vielleicht kann ich da wieder ein bisschen reinpumpen. Shit. Hat genau nicht gereicht. Okay, das Ziel habe ich erreicht. Wenigstens eins von beiden. Kann man eigentlich geradeaus? Kann man, aber ist eine schlechte Idee. Um zu wissen. Aber ein Versuch war es einmal wert. Somit haben wir nämlich das geklärt. Das hat sich gereimt. Shit, 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 shit. Okay, gewinnen können wir das Ganze hier nicht mehr. Aber egal. Auch als Fünfte würde ich mich zufrieden geben, wenn das denn so bleibt. Wenn der Harald mich hier nicht wegmampft. Das war doof. Okay, Vierter, auch gut. Ich glaube, der Dritte hat sich gerade überschlagen. Fäust Hells High. No, Leute! Fuck! Was ist jetzt das für ein Platz? Vierter, okay.
Gut. Damit. Doch, kann man arbeiten. Okay, 1000 Meter, 100 Meter Vorsprung, immer noch weiter, Halbfinale. Vielleicht schaffe ich es hier ja, dieses Ziel zu erreichen. Was aber ziemlich schwierig ist. Halt alles schon ziemlich schnell fahren. Oh shit. Ha, rausgedreht. Hier kann man halt auch nicht viel Zeit rausholen, weil man immer viel in der Luft ist. Sechs Runden sind das hier, die wir wieder fahren. Da merkt man wahrscheinlich auch ein bisschen, halt eben, dass das Auto schwerer geworden ist durch die Verstärkung, aber auch schneller durch das Tuning. Aber es gleicht sich halt natürlich etwas aus, von daher merkt man wahrscheinlich nicht so viel, wie ich mir eigentlich erhofft hätte. Aber gut. Ich muss einfach den Vorsprung hier halten. Da unten liegt auch jemand. Fünfte Runde. Hat er jetzt wieder viel aufgeholt. Und da kommt jemand aus der Versenkung hoch. Die sind immer noch ziemlich nah dran. Und da passiert ein bisschen viel Shit auf meinen Bahn. Aber es hat auch Zeit von denen gekostet, auch gut. Also vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Der 40 Minuten Kebab. What the fuck? So heißt der Typ auf Steam. Oder sie. Er oder sie. Waren das 100 Meter? Yes! Das war 100 Meter Vorsprung. Alright. Somit kann ich mich jetzt wieder bloß aufs Rennen konzentrieren. Und muss nicht auf irgendwelche Ziele achten. Was natürlich viel Druck rausnimmt. Die Übersetzung ist bei 100 km/h ziemlich schlecht gemacht. Irgendwie kommen wir schlecht auf Geschwindigkeit und Drehmoment, um hochzuschalten.
habe ich das Schild abgeräumt. Okay, ich dachte schon, ich falle jetzt da runter. Okay, wait, 12 Runden. Holy shit. Da kann viel passieren. Zum Beispiel, dass ich über ein Auto springe. Shit, das war knapp. Wer ist hinter mir? Okay, das ist jemand anderes. Nicht der zweite Platz. Nicht in der Luft berühren, Junge! Ja, verpiss dich! Da ist der zweite Platz hinter mir, das ist doof. Ohoho, den haben wir rausgecrashed. Zweiter Platz holt auf. Nicht gut. Aber in diesen 6 Runden kann ja vielleicht noch viel passieren. Ob es jetzt mir zugunsten kommt oder ihm, ist eine andere Frage. Okay. Da passiert auch wieder ziemlich viel hier vorne. Holy moly. Hier passiert auch immer ziemlich viel. Der zweite Platz ist immer noch hinter mir dran. Komm, verpiss dich, Dwarfy. Muss ich den irgendwie abcrashen? Oder er crasht sich selber raus. Auch gut. Ich glaube, der hinter mir ist nicht Sakuri. Und wie der Typ heißt. Das ist jemand anderes. 6 Sekunden Vorsprung auf den haben wir jetzt. Das ist gut. Neun von 12 Runden. 11 Sekunden Vorsprung. Wenn ich jetzt nicht groß etwas falsch mache, sollte das eigentlich machbar sein. Dass wir als erster hier durchs Ziel gehen. Ich meine, jetzt sind es schon 16 Sekunden. Das ist ja nicht gerade wenig. Er holt zwar wieder ein bisschen auf, 14 Sekunden. Aber wir sind in Runde 11 jetzt. Okay, da passiert gerade wie
ziemlich viel, der auf der rechten Fahrbahn ist. Die Todesstrecke erreicht. Da liegen auch überall Leichen rum. Und da springt ein drüben Auto drüber. 70 Sekunden Vorsprung. Und letzte Runde. Ja, ich möchte auch hier lang, bitte. Sieht mir irgendwie sicherer aus als die andere Strecke dort. Die Leiche hier ist auch weg. 19 Sekunden Vorsprung und letzte Runde, letzte Kurve. Sehr nice. Perfekt. Was will man mehr? Level 29. Sehr gut. Perfekt. 1 von 1. Bonusziele 2 von 2. 200 von 200 Punkten. Ja, und somit vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Wreckfest. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.